Die Disney Channel Fan Challenge. Heute mit Descendants. Are you ready, Germany? Runde 1. Let's go right back to the very first Descendants film. Okay. Welches der Hauptbösewicht Kitz, auch bekannt als VKs, hat folgende kurze Sätze im ersten Film gesagt? Bibbidi babbidi boo, darf ich die Faust sein? Du klingst genau wie deine Mom. Das ist eine Falle. Ihr habt 5 Sekunden. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer gibt die Antworten bekannt? Das bin ich. Zeit ist um. Hier die Auflösung. Bibbidi babbidi boo. Darf ich die Faust sein? Du klingst schon genau wie deine Mom. Das ist eine Falle! Runde 2. Ihr wisst schon, die Schüler vom Auradon Prep lieben es, Wörter zu buchstabieren. Gib mir ein M! Gib mir ein A! Gib mir ein L! Was heißt das? Schnell! Also, wir haben eine Buchstabensuppe für euch vorbereitet. Dort versteckt sich die Antwort auf diese Frage. Was ist Mels zweiter Vorname? Do you think you know it? Liv? Maddie? Patricia? Zeit ist um! Ob ihr es glaubt oder nicht, es ist Bertha! Mein zweiter Vorname ist Bertha. Meine Mama hat das gemacht, was sie am besten kann. Was super, super Bösartiges. Runde 3. Man soll immer die Augen offen halten, wenn Piraten in der Nähe sind. Wir zeigen euch jetzt eine Szene. Wir haben hier was versteckt, was Uma unbedingt haben will. Könnt ihr es finden? Los geht's! Diese kleine Verräterin, die uns im Dreck zurückgelassen hat. Schurkerei nichts mehr wissen will. Und die dich nicht gefährlich und böse genug für ihre Gang fand. Als wir noch klein waren. Ach komm, das wisst ihr doch. Sie nannte sie Kaulquappe und der Name blieb irgendwie hängen. Diese hochnäsige kleine Hexe, sie hat sich gegriffen, was sie wollte, und mir hat sie nichts gelassen. Doch, du hast ihren Sandkastenplatz gekriegt und die kleine Froschau... Wäre echt nett, wenn du jetzt deinen Mund hältst. Und? Habt ihr es gesehen? Es war... Gleich kommt's. Da ist er! Der Zauberstab natürlich. Wow. Runde 4. Lust auf ein bisschen Descendants-Musik? Wir werden jetzt einige Songs aus den ersten zwei Filmen rückwärts spielen. Könnt ihr sie trotzdem erkennen? Come on, you guys, you got this. Erster Song. Ihr wisst ja, ihr könnt immer zurückspulen, wenn ihr den Song nochmal hören wollt. Habt ihr ihn erkannt? Es war Chillin' Like a Villain. Hier kommt Nummer 2. Habt ihr ihn erkannt? Es war Be Our Guest im Descendant-Style. Und der letzte? Das war Uma's Song, What's My Name? Runde 5. Wollt ihr ein bisschen was von Descendants 3 sehen? Ich schon. Wir spielen jetzt Wie geht es weiter? Keine Sorge, wir spoilern euch nicht den ganzen Film. Erste Szene. Ich glaub's nicht, dass ich jetzt mit dir in deinem eigenen Schloss wohnen darf. Es ist nur ein kleines Einsteigerschloss. Ganz schön stark. Treibst du Sport? Sobald wir alle in Auradon sind, musst du unbedingt Eis probieren. Was will Dizzy noch in Auradon tun? A. Sie will Obst essen. B. Sie will Blumen riechen. Oder C. Sie will schwimmen gehen. Was würde besser zu ihr passen? Zeit ist um. Sie will schwimmen gehen. Das hätte ich nicht gedacht. Und sobald wir alle in Auradon sind, musst du unbedingt Eis probieren. Und schwimmen gehen? Ich könnte dir den verzauberten See zeigen. Zweite Szene. Sie wird vom Kuchen begeistert sein, Leute. Ach ja? Oh nein. Hopp. Okay, wer war an Janes Kuchen? So, wer war das?
A. Dizzy, B. Audrey oder C. Uma? Es war Dizzy. Aber mit Hilfe von Celia, die Tochter von Dr. Facilier. Möchtest du noch ein bisschen? Oh, danke. Letzte Szene. Da hat wohl jemand vergessen, mich einzuladen. Ihr hirnlosen kleinen Mitläufer! Wie könnt ihr vergessen, was sie uns angetan hat? Wie könnt ihr vergessen, dass ich Königin werden sollte? Ich! Was macht Audrey als nächstes? A. Sie isst Geburtstagskuchen. B. Sie singt Happy Birthday. Oder C. Sie nimmt alle Geschenke mit. 5 Sekunden. Das ist ja ein super Look. Rosa Haare mit lila Strähnchen. Cool. Zeit ist um. Es war B. Sie singt Happy Birthday. Happy Birthday to you. Wie böse. Das war's. Wie viele Runden habt ihr geschafft? Bis nächstes Mal.